Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stürmi und heute gibt es wieder Orakel und zwar die Mittwochsspiele der Bundesliga am 12. Spieltag mit den Partien Schalke gegen Freiburg, Bayern gegen Wolfsburg, Hoffenheim gegen Leipzig, Köln gegen Leverkusen und Arminia Bielefeld gegen Augsburg. Ich habe wieder 4 Booster für euch und zwar die 5er und ja. Meine Tipps zeige ich in der Halbzeit, wie immer. Und dann würde ich sagen, wir starten direkt los und auf geht's. So, Booster zur Seite. Und ja, also ich kann noch nichts sagen, wie die Spiele gestern waren, weil ich ja hier das vor den Bundesligaspielen aufnehme. So, wir haben hier... ein Code. Dann hätten wir hier Witzel von Dortmund. Wir hätten hier von Freiburg Christian Günther und das ist das 0:1 hier gegen Schalke. Dann haben wir hier Ehizibu von Köln und damit ist das 1:0 für Köln gegen Leipzig. Na, dann haben wir hier von VfL Osnabrück. Und dann haben wir hier Raman von Schalke. Das wäre das 1:1 hier gegen Leverkusen. So. Und wir kommen auch schon zum Endspurt der ersten Halbzeit. So, hier ist wieder ein Code für euch. Na? So. Erstmal drehen hier. Zack, zack, zack. Wir haben von Leipzig Paulsen. Das ist der Führungstreffer hier für Leipzig gegen Hoffenheim. Dann haben wir hier Freiburg. Haberer. Das ist das 1:2 hier gegen Schalke. Wir hätten hier vom FC Köln Chios. Das ist das 2:0 für Köln gegen Leverkusen. Ja moin. Dann haben wir hier von Stuttgart Didavi. Aber die haben ja gestern gespielt oder werden noch spielen. Ja. Und haben wir noch das Club-Logo vom FC Köln. Ja. Und das war's mit der ersten Halbzeit schon. So. Halbzeit steht es hier. Schalke gegen Freiburg 1:2. Bayern gegen Wolfsburg 0:0. Hoffenheim gegen Leipzig 0:1. Köln gegen Leverkusen 2:0 für Köln. Und dann haben wir hier noch Bielefeld gegen Augsburg 0:0. Ja, okay. Und dann zeige ich euch hier meine Tipps jetzt. Ich tippe Schalke gegen Freiburg 1:3. Ich tippe Bayern gegen Wolfsburg 3:2. Hoffenheim gegen Leipzig 1:3. Und... Köln gegen Leverkusen tippe ich ein 2:3. Und Bielefeld, Augsburg tippe ich ein 0:2. Ja. Also es könnte auch Köln gewinnen. Also im Moment sind sie, glaube ich, gut drauf. Aber vom Tabellenstand her würde ich eher Leverkusen sagen. Leverkusen im Moment auf Platz 1. Mal schauen, ja. Und ich mache meine Tipps hier wieder weg. Ups. So. Und dann würde ich sagen, wir starten direkt in die zweite Halbzeit und los geht's. So, in der Zeit könnt ihr schon mal eure Tipps hier in die Kommentare schreiben. So, erstmal hier den Booster aufkriegen. Jawohl, jawohl. So, ihr seht ja schon,
Die Bundesliga-Logos sind auch hier von der Saison 1920. Also das Wolfsburg-Logo und das Leverkusen-Logo. Die Filme nehme ich noch. So, hier ist der Code. Nein. So. So, wir hätten hier von Leverkusen Jonathan Tah. Das ist das 2:1 hier gegen Köln. Wir hätten hier Schalke Oczipka. Das ist das 2:2 hier. Schalke gegen Freiburg. Dann haben wir Augsburg mit Gregoritsch. Ja, heute habe ich keine Handschuhe an. Sorry. So, wir hätten hier Stuttgart mit Endo. Wir haben hier Hummels mit Dortmund. Aber die spielen ja heute bzw. gestern. So. Und wir kommen zum letzten Booster und zum Ende der zweiten Halbzeit und zum Ende des Orakels. So. Auf mit dem Booster. So, wir haben den nächsten Code. Na. Zack. So, wir hätten erstmal drehen, hätten wir. So. Wir haben hier von Leipzig Klostermann. Das ist das 0:2 hier gegen Hoffenheim. Also Hoffenheim. Oh. Hoffenheim. Mit Dabur zum 1:2 zum Anschlusstreffer. Wir haben hier Mainz 05 mit Mateta. Spielen ja eigentlich auch heute bzw. gestern. Dann haben wir einen St. Pauli-Spieler, Benatelli. Und dann haben wir hier Joshua Kimmich als Starspieler. Das 1:0 hier für Bayern gegen Wolfsburg. Und somit war es das mit diesem Orakel. Ja, also das Orakel besagt Schalke gegen Freiburg 2:2. Bayern gegen Wolfsburg 1:0. Hoffenheim gegen Leipzig 1:2. Köln gegen Leverkusen 2:1. Und Bielefeld gegen Augsburg 0:1. Ja, denkt dran, eure eure Tipps in die Kommentare zu schreiben, meine ich. Ja, und falls euch dieses Orakel gefallen hat, gebt natürlich ein Däumchen nach oben. Und falls du noch kein Abonnent bist und dir mein Kanal gefällt, lasst kostenlos ein Abo da und aktiviert die Glocke, dass ihr nichts mehr verpasst. Und dann würde ich sagen, war es das mit diesem Orakel. Und ich wünsche euch einen schönen Fußballabend. Bis denn und ciao. So, ich bin nochmal da. Ich habe ja vergessen, hier für meine Mappe die Karten rauszusuchen. Ich habe sie jetzt sortiert und ich habe 2 Karten, kann ich abhaken. Und zwar habe ich hier, wo ist er? Hier, Axel Witzel habe ich. Die 107. Die fehlt mir hier. Und dann habe ich noch einen Schalker. Und zwar hier Ramann. Die 297. Die fehlt mir auch noch. Die ist hier. So, kann ich direkt weghaken. Wo ist jetzt mein Kugelschreiber? Hier. So. Also die 297 habe ich jetzt. Und die 107 habe ich. Ja, hätte ich beinahe vergessen. Ist mir noch so eingefallen. Ja, aber jetzt wirklich auf Wiedersehen.